Ja, hallo EDC und Gier-Freunde. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass so viele Leute da so scharf drauf sind auf das EDC-Video von meinem Maxpedition Beefy. Aber da komme ich dem natürlich gerne nach, weil es war eigentlich eine recht interessante Zusammenstellung, die ich erst beim Zusammenführen gemerkt habe, dass ich die so nie zusammengestellt hätte. Aber vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der Start von diesem Versuch, der eigentlich gar nicht als solcher geplant war, liegt jetzt genau 1520 Tage zurück. Das war nämlich genau da, als ich den V-Sport Sparrow 20 in Betrieb genommen habe. Und da diese Rucksäcke so schön viel Taschen haben, ne? Hier sind Taschen, fliegt schon Pfefferspray raus. Und hier innen sind Taschen und hier ist nochmal eine Tasche und hier ist nochmal eine Netztasche drin. Und hier sind solche Haken und hier drin ist eine Tasche, in der nochmal eine Tasche ist und hier hinten ist eine Tasche. Habe ich angefangen im Laufe der Zeit sehr schnell im V-Sport 20 überall so kleine Utensilien reinzupacken und gar nicht mehr so einen Organizer zu verwenden, sondern direkt in dem Rucksack zu verteilen, weil ich mir gedacht habe, da kann ich mir den Organizer eigentlich sparen. Irgendwann das Ganze umgezogen in den V-Sport 30er Liter und jetzt habe ich in letzter Zeit noch ein paar andere Taschen und Rucksäcke ausprobiert und dann war mir das zu doof, die ganzen Einzelteile immer rumzupacken. Und in dem großen VanQuest-Rucksack, der hatte bloß eh ein großes Fach, also habe ich darum wieder gebraucht, einen Organizer, wo ich alles reinmachen kann, damit es nicht da lose drin rumfährt. Und es ist ja so, ich kriege ja immer ziemlich viel Gear zugeschickt und zum Ausprobieren und kaufe mir auch immer viel Kram. Und ich stecke immer alles, erstmal schmeiße ich es in den Rucksack, weil ich sonst weiß, wenn ich es in die Schublade lege, probiert man ja eh nichts aus und dann hast du es auch nicht dabei, wenn du es wirklich mal brauchst. Also schmeiße ich immer alles in meinen Rucksack. Ich bin aber auch hier drin kein Sammler, sondern ein Wechsler und gehe auch wirklich dann einmal im Monat hin, schütte meinen kompletten Rucksack aus und schau, was habe ich in den letzten, sagen wir so 4 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, was habe ich so maximal in den letzten 3 Monaten mal verwendet und was habe ich nicht verwendet. Und was ich nicht verwendet habe, fliegt dann auch sofort wieder raus in die Schreibtischschublade und irgendwas Neues kommt rein. Und so hat sich im Lauf der letzten 1520 Tage Zeug hier drin angesammelt, das ich dann jetzt mal kumuliert aus allen Taschen rausgekramt und in den Beefy gepackt habe. Und als ich mir dann so angeguckt habe, ist mir eigentlich eher so aufgefallen, das ist doch, unterscheidet sich doch ein klein bisschen zu dem, wie ich früher vielleicht eine EDC zusammengestellt habe, weil dort macht man es ja ganz bewusst. Man kauft sich einen Organizer und packt rein, was man cool findet. Ob man das jemals unterwegs braucht oder nicht. Was weiß ich, Leuchtstäbe, ein Messer mit einer Säge, drei Multitools, fünf Taschenmesser und weiß der Geier, wie viel Paracord. Und das trägt man dann entweder immer spazieren, braucht vielleicht auch mal was davon, aber wahrscheinlich braucht man 90% weniger davon. Und alles, was jetzt da drin ist, ist da drin, weil es einfach im Lauf der letzten Jahre verwendet wurde und dadurch die Berechtigung hatte, im Rucksack zu verbleiben. Und der Rest flog immer wieder raus in die Schreibtischschublade, wo das ganze unnütze alte Gier rumliegt. So, und schauen wir mal hier rein. Grüße gehen raus in die Schweiz an die Pioniere von den Panzergrenadieren. Ja, da sind wir mal diese. Da waren auch so Paracord-Schnüre dann, die sind mir mal abgefallen. Dann habe ich mal hier so ein Victorinox-Länder dran gemacht, brauche ja eigentlich eh bloß eins zum Aufziehen. Das funktioniert eigentlich recht gut, weil man kann das schön greifen und diese Schnur, die hält wirklich extrem viel aus. So, und da ist jetzt das drin, was ich dann beim letzten Rucksackumzug alles in Einzelteilen gefunden habe und bin damit wieder in den Beefy umgezogen. Fangen wir mal hier oben an. Guck, das hat sich jetzt gerade gelöst. Das ist doof. Da habe ich so einen kleinen S-Karabiner, der ist nicht schlecht, weil da kann man so kleine Utensilien dranhängen und kann den wiederum überall hinklippen. Da ist ein Nagelclipser drin von Victorinox. Den finde ich wirklich sehr gut. Sehr feine, scharfe Schnittkante. Da kann man dann gerade mal, wenn irgendwo ein Nagel absteht oder irgend sowas, mal schnell wegzwicken, weil das nervt mich immer wahnsinnig. Zwei USB-Sticks. Auf einem habe ich immer Windows 10 Betriebssystem zum Installieren. Das brauche ich halt im Job viel. Und auf dem anderen habe ich immer so gesammelte Software und Treiber, was man halt so braucht, um einen Rechner in Betrieb zu nehmen. Das ist eigentlich so Handwerkszeug. Plus Clipser und das kann man schön überall hinklipsen. Dort zum Beispiel, das ist aus dem Weg. Mein Notizbuch, das habe ich jetzt nur mal den Umschlag gewechselt. Mein altes kleines Notizbuch war voll. Bin ich jetzt auf ein neues leeres umgestiegen, aber halt, es ist dasselbe Gear geblieben. Ein Notizbuch einfach ersetzt jetzt mit einem neueren.
weil ich mir inzwischen immer alles aufschreibe, wenn ich eine Idee habe, einen Gedanken für ein neues Video oder ich muss noch was erledigen oder besorgen. Ich schreibe es stellenweise auf eine App aufs Handy oder hier kommen einfach so Sachen rein, die jetzt da nicht irgendwie pressieren und noch am gleichen Tag erledigt werden müssen. Einfach so ein bisschen Notizbuch, Gedanken aufschreiben, Ideen, Projekte oder noch irgendwelche Sachen für Videos. Dann haben sich hier zwei Batterietypen durchgesetzt, die ich immer je nachdem, was für eine EDC-Lampe ich gerade eben dabei habe. Ist es hier entweder die, meint, ich hole sie gerade mal. Die, das sind sogar zwei OLEDs. Allerdings habe ich hier die AAA OLED in der Hosentasche, i3T oder als mal die S1A. Darum habe ich immer einen Ersatzakku dabei, je nachdem eben AAA oder Doppel-A. Und das hat sich wirklich auch bewährt, weil die Lampe geht ja nicht aus, wenn sie nicht brauchst, sondern wenn sie brauchst. Und dann ist nicht schlecht, wenn man einfach sagt, ach komm, ich habe einen Ersatzakku, ich mache ihn lieber gleich rein. Dann Edding zum Beschriften, ein schwarzer Kugelschreiber zum Schreiben und für wichtige Notizen nehme ich immer gleich serienmäßig einen roten, dass mir das gleich ins Auge sticht. Und gerade im Winter bei trockener Kälte habe ich immer so einen Lippenpflege-Fettstift dabei. Hat sich auch bewährt. Darum ist der, hat der auch immer überlebt. Sowas hätte ich früher nie irgendwie in EDC gepackt. Aber wir haben halt 4 Monate kalte, trockene Winterluft. Da ist es ganz praktisch. Hier drüben dann Feuerzeug. Täglich in Gebrauch. Nein, ich bin kein Raucher, aber mein Arbeitskollege und wir laufen immer jeden Tag nach Hause zusammen und da raucht er immer eine und er vergisst grundsätzlich jeden Tag sein Feuerzeug. Darum ist das wirklich jeden Tag in Verwendung, nicht für mich, aber für ihn. Darum, es hat die tägliche Verwendung, bleibt natürlich im EDC. Ne? Tempo-Taschentücher natürlich auch. Dann das hier, das hing am V-Sport bisher immer außen dran. Das ist das EDC mit der meisten Einsatz aller Zeiten, das ich hatte. Ganz einfach, weil es eben in der praktischen Tasche am Rucksack immer hing die letzten Jahre. Und somit, man hat es dabei, wenn man es gebraucht hat. Nicht das Beste, nicht das Schönste, aber inzwischen muss ich sagen, fühlt sich das Ding ultra cool. Und das ist auch so eins dieser Artikel geworden, die mich nicht mehr verlassen. Und davon gibt es wirklich nur ganz wenig. War auch mal ein Geschenk an der Stelle, recht herzlich von Gelscott für das alte Tool. Aber das ist so klasse. Ich habe es irgendwie lieb geworden, weil es halt immer dabei war, das Paratool. Darum hier drin. Und das ist dann halt immer noch das Werkzeug, wenn man einfach mal was Gröberes braucht. Vor kurzem haben wir eine Telefonzentrale umgebaut mit hunderten von Apparaten und alles war verpackt und mit Kabelbindern, weiß der Geier was, unzählige Male im Einsatz. Dann heutzutage natürlich immer meine Kameras, Smartphones und alles über USB zu laden und wenn du dann irgendwo mal eine Steckdose hast, hier ein starkes Schnellladegerät und das nimmt wirklich nicht viel Platz weg, darum auch das hier mit dabei, Strom. Dann, wenn es mal laut zugeht, Oropax, wir haben zum Beispiel seit Jahren Baustelle in der Firma, das ist wahnsinnig. Manchmal hast du 8 Stunden Presslufthammer und Säge, du wirst wahnsinnig. Und wenn man mal irgendwo weggeht, übernachtet oder sonst was und es schnarcht jemand, Gold wert. Dann hier ein Mikrofaserputztuch, meine Visitenkarten und Organspendeausweis. Der steckt auch noch hier unten drin. Das ist halt auch im Rucksack rumgefahren, dann habe ich das hier reingemacht. Das ist immer ganz gut zum Reinigen oder wenn Junior mit der Brille. Mikrofasertuch ist manchmal nicht schlecht dabei haben zum Reinigen. Und dann noch ein Satz Kabel. Die fuhren dann auch im Rucksack überall rum, hat sich jetzt aber auch bewährt. Haben sie natürlich auch mal stellenweise gewechselt, weil sie kaputt waren oder sich Anschlüsse geändert haben. Durch das neue Handy habe ich ein USB-C-Kabel jetzt dabei. Passend zum Ladegerät, wenn man da mal laden muss. Dann Akkulader, auch ganz praktisch. Kannst du doch wirklich mal irgendwo kurz zwischendrin jeden Typ von Akku mal da dranhängen und laden. Das hat sich auch bewährt. Dann noch ein USB-Mikrokabel für die bisherigen. Das ist das Mikrokabel. Und das ist das USB-C. Genau, eben für beide Typen von Smartphones und oder Kameras. Ich kann zum Beispiel den Camcorder, meine Kamera, auch mit Micro-USB laden. Und eben neuerdings passend zu meinem Handy. Kopfhörer wieder, das Samsung hat ja Klinkenanschluss, dann hat man dann wunderbar die Möglichkeit, ich höre mal auf dem Weg zur Arbeit und zurück Podcasts und da sind natürlich Kopfhörer eine super feine Geschichte. Ja, darum hier dieser komplette Satz Kabel, USB-Kabel, Ladegeräte-Kabel, Daten übertragen kann man damit natürlich und Kopfhörer. Ja, und das ist es auch schon.
mein im Lauf der letzten Jahre gewachsenes EDC, das ich so wahrscheinlich nie zusammengestellt hätte mit einfachen, das sind hier wirkliche Schreibgeräte und eher so Alltagsutensilien, wo man ja nicht im ersten Augenblick, packst du das ja eher voll mit coolem Männerwerkzeug, das dir hilft bei der Zombie-Apokalypse zu überleben. In dem Fall ist es halt nicht so, sondern einfach die praktischen Gegenstände des Alltags. Dazu eben in der Hosentasche die Taschenlampe in der einen und an der anderen Seite noch das Multitool. Und Victorinox und heutzutage natürlich immer Smartphone dabei. Mehr gedacht als Videokamera unterwegs. Ja, und unterscheidet sich halt doch zu den, sage ich mal, ersten EDCs, die mehr hier Survival und Bushcraft und wie auch immer waren, das jetzt hier mehr zu einem, ja, Elektronik stromversorgenden Eintool Schreibgeräte Notizen EDC gewachsen ist. Aber das sind die Utensilien, die die letzten 1520 Tage in meinen V-Sports überlebt haben. Und das aus einem guten Grund, weil ich da auch wirklich konsequent Zeug rausschmeiß, das nichts darin verloren hat oder halt einfach in den vergangenen Wochen oder Monaten nie zum Einsatz kam. Müssen ja nicht schlecht sein, irgendwelche andere Tools oder Werkzeuge, aber wenn ich sie in 3 Monaten nicht verwendet habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich für den Rest des Jahres brauche, also kommen sie einfach raus. Wenn ich dann wieder mal eine Gelegenheit habe, wo ich sage, oh Mensch, jetzt hätte ich das Tool aber wirklich gebrauchen können, ja, dann mache ich es auch wieder mal rein. Aber wenn ich es in 3 Monaten da wieder nicht gebraucht habe, dann mache ich es auch wieder mal raus. Und so wechselt das immer so ein bisschen durch. Aber das ist so, sag ich mal, das sind hier so sehr die Stammspieler, die sich in den vergangenen Jahren hier ihren Stammplatz bewährt haben. Wurden natürlich mit der Zeit mal ausgetauscht durch andere. Da früher war es mal ein anderes Multitool oder anderes Ladegerät oder andere Stifte oder andere Akkus oder jetzt ein anderes Notizbuch. Aber ihr seht, nichts apokalyptisch, Endzeit, dramatisches Überleben, Survival Kit, sondern einfach eine Büro-EDC, wie es mich eben täglich in Arbeit und Freizeit unterstützt. Ja, mein gewachsenes EDC der letzten 1520 Tage. Ja, habe ich mir vorher den Spaß erlaubt, das allererste, ich weiß nicht mehr genau, wann ich den V-Sport gekauft habe, den ersten 20er. Ich habe aber das allererste V-Sport-Video genommen und habe es bis zum heutigen Tag, ich weiß nicht, wann ich es ausstrahle, aber bis zum heutigen Tag waren es dann eben 1520 Tage EDC rumgeschleppe, gewachsen auf diesen Büro-EDC-Zustand. Okay, Freunde, ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ihr konntet vielleicht die eine oder andere Anregung mitnehmen. Wenn ihr ein Büro schafft, könnt ihr, glaube ich, getrost die Holzsägen und 3 Kilometer Paracord zu Hause lassen. Habe ich wirklich nie gebraucht. Also, ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Reinsetzen. Wir werden kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer EDC-Billy. Macht's gut. Bye, bye.